Ja, ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier im Terroristik-Mai. Jawohl. Und auch hier beim Gecko-Tagebuch. Terroristik-Mai, ihr seht es wahrscheinlich hier oben schon irgendwo. Bedeutet, dass einfach den ganzen Mai hindurch Terroristik-Videos jede Woche kommen. Und der Anfang macht dieses Gecko-Tagebuch. In diesem Gecko-Tagebuch will ich euch ein bisschen was erzählen über die Technik, die wir hier drin haben in diesem Terrarium oder was ich jetzt für Technik verwende. Und noch ganz spannend, da könnt ihr euch mal ein rotes Kreuz im Kalender machen. In 2 Wochen, das ist der 17. Mai, da kommt ein Video vom Gecko-Tagebuch, wo ich es geschafft habe, diese Geckos hier zu verpaaren. Also markiert es euch am besten rot im Kalender, dort dieses Video wird verdammt krass. 17. Mai, wie gesagt, kommt dieses Video. Ja, da fangen wir auch schon direkt an mit dem Thema des Videos, sonst dauert es ja hier noch länger. Und ihr seht wahrscheinlich gerade schon, das Terrarium ist nicht komplett dunkel. Das liegt einfach daran, dass wir hier Licht drin haben. Wäre auch blöd, wenn nicht. Die Geckos sind zwar nachtaktiv, aber dennoch sieht man ja gerade, dass die hier alle 3 unterwegs sind. Und was wir dafür verwenden, sieht man hier oben. Zum einen haben wir hier einen Halogenspot. Und die Kamera fällt gerade runter. So, da haben wir ihn fest. Ich kann euch mal den Halogenspot genauer zeigen. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein 35 mm Spot mit 12 Volt und 10 Watt. Den haben wir hier drin verbaut. Hier oben, das was hier alles im Deckel ist, das haben wir alles selber gebaut. Also vom Trabo haben wir uns da einfach ein bisschen Strom abgezapft. Und damit tun wir auch hier noch ein LED-Stripe powern, der halt so ein bisschen die Rückwand hier überall gleichmäßig anstrahlt. Bei dem LED-Stripe ist zu bemerken, dass der nicht schädlich für die Geckos ist. Also wir haben da extra eingenommen, der halt nicht schädlich ist. Es gibt da welche, die können da schädliche Strahlen irgendwie aussenden, aber der tut es halt nicht. Und dann haben wir hier drüben auch noch eine zweite Halogen-Spotlampe, die halt dann den zweiten Abteil hier beleuchtet. Die Röhre, die wird dann noch später angemalt, da steht dann nicht hier dort Floralis, also das ist keine Produktplatzierung, sondern die wird dann später noch angemalt, aber aktuell ist die Farbe halt alle von diesem Terrariumbau und wenn ich ja wieder neue Farbe habe, kommt dann halt dort die Röhre in einer anderen Farbe hin. Genau. Ansonsten, das war's zur Beleuchtung. Was wir außerdem noch im Terrarium drin haben, ist da hinten, sieht man es, ein Hygro- und Thermometer. Das dient einfach zur besseren Regulierung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Aktuell sind 27 Grad bei 52% Luftfeuchtigkeit. Ihr seht es wahrscheinlich gerade nicht, weil es halt ein bisschen dunkel ist. Was wir neben dem Terrarium noch stehen haben, ist der Inkubator, der aktuell gerade aus ist, weil die Geckos ja gerade die Eier ja, produzieren. Und ich denke mal, dass ich den dann so 10 Tage vor der Produktion der Eier oder bevor der Eiablage den dann anmache, damit er sich schon mal einfahren kann. Genau. Was haben wir noch hier drin? Ich versuche mal mit der Kamera das ein bisschen besser zu zeigen. Und zwar haben wir hier hinten noch, hinter der Lea, die hier gerade im Vordergrund sitzt, da hinten, ich denke, man kann es erkennen, so ein Kühler und der fühlt die Temperatur, die hier drin ist und reguliert damit die Heizmatte. Die Heizmatte befindet sich unter dieser Höhle. Da ist halt eine Heizmatte und darauf ist eine Fliese und darauf ist wieder dieses Sand-Creme-Gemisch, das auch fest wird und da kommt dann halt die Wärme hoch. Genau, das reguliert der Kühler dort. So, ich bin jetzt mal oben auf dem Terrarium, dort liegt auch die Kontrolleinheit des Web Thailand Thermostates. Genau, also wir sehen da die aktuelle Temperatur bei dem Kühler sowie die Tageszeiten und ob geheizt werden muss. Aktuell muss ein bisschen geheizt werden. Das sieht man da auch. Genau. Es geht wieder runter. Und damit würde ich auch sagen, war es das mit diesem Gecko-Tagebuch.
Der zweite Teil des Terrariums kommt am nächsten Mittwoch. Letzten Sonntag ist auch der erste Teil erschienen, den verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Ansonsten war es auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ihr kommt jetzt hier zu dem letzten Gecko-Tagebuch und hier unten zu dem letzten Video. Außerdem könnt ihr hier oben unseren Kanal abonnieren. Ja, man sieht sich im nächsten Video und bis dahin, tschüss. Ja, ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier im Terroristik-Mai. Jawohl. Und auch hier beim Gecko-Tagebuch. Terroristik-Mai, ihr seht es wahrscheinlich hier oben schon irgendwo. Bedeutet, dass einfach den ganzen Mai hindurch Terroristik-Videos jede Woche kommen. Und der Anfang macht dieses Gecko-Tagebuch. Ja, in diesem Gecko-Tagebuch will ich euch ein bisschen was erzählen über die Technik, die wir hier drin haben in diesem Terrarium oder was ich jetzt für Technik verwende. Und noch ganz spannend, da könnt ihr euch mal ein rotes Kreuz im Kalender machen. In 2 Wochen, das ist der 17. Mai, da kommt ein Video vom Gecko Tagebuch, wo ich es geschafft habe, diese Geckos hier zu verpaaren. Also die zu verpaaren und das dabei zu filmen. Also markiert es euch am besten rot im Kalender, dort dieses Video wird verdammt krass. 17. Mai, wie gesagt, kommt dieses Video. Ja, da fangen wir auch schon direkt an mit dem Thema des Videos, sonst dauert es ja hier noch länger. Und ihr seht wahrscheinlich gerade schon, das Terrarium ist nicht komplett dunkel. Das liegt einfach daran, dass wir hier Licht drin haben. Wäre auch blöd, wenn nicht. Die Geckos sind zwar nachtaktiv, aber dennoch sieht man ja gerade, dass die hier alle drei unterwegs sind. Und was wir dafür verwenden, sieht man hier oben. Zum einen haben wir hier einen Halogenspot und die Kamera fällt gerade runter. So, da haben wir ihn fest. Ich kann euch mal den Halogenspot genauer zeigen. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein 35 mm Spot mit 12 Volt und 10 Watt. Den haben wir hier drin verbaut. Hier oben, das was hier alles im Deckel ist, das haben wir alles selber gebaut. Also vom Trabo haben wir uns da einfach ein bisschen Strom abgezapft. Und damit tun wir auch hier noch ein LED-Stripe bepowern.
der halt so ein bisschen die Rückwand hier überall gleichmäßig anstrahlt. Bei dem LED-Stripe ist zu bemerken, dass der nicht schädlich für die Geckos ist. Also wir haben da extra eingenommen, der halt nicht schädlich ist. Es gibt da welche, die können da schädliche Strahlen irgendwie aussenden, aber der tut es halt nicht. Und dann haben wir hier drüben auch noch eine zweite Halogen-Spotlampe, die halt dann den zweiten Abteil hier beleuchtet. Zu der Röhre, die wird dann noch später angemalt, da steht dann nicht hier dort Floralis, also das ist keine Produktplatzierung, sondern die wird dann später noch angemalt, aber aktuell ist die Farbe halt alle von diesem Terrariumbau und wenn ich ja wieder neue Farbe habe, kommt dann halt dort die Röhre in einer anderen Farbe hin. Genau. Ansonsten, das war's zur Beleuchtung. Was wir außerdem noch im Terrarium drin haben, ist da hinten, sieht man es, ein Hygro- und Thermometer. Das dient einfach zur besseren Regulierung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Aktuell sind 27 Grad bei 52% Luftfeuchtigkeit. Ihr seht es wahrscheinlich gerade nicht, weil es halt ein bisschen dunkel ist. Was wir neben dem Terrarium noch stehen haben, ist der Inkubator, der aktuell gerade aus ist, weil die Geckos ja gerade die Eier produzieren. Und ich denke mal, dass ich den dann so 10 Tage vor der Produktion der Eier oder bevor der Eiablage den dann anmache, damit er sich schon mal einfahren kann. Genau. Was haben wir noch hier drin? Ich versuche mal mit der Kamera das ein bisschen besser zu zeigen. Und zwar haben wir hier hinten noch, hinter der Lea, die hier gerade im Vordergrund sitzt, da hinten, ich denke, man kann es erkennen, so ein Fühler. Und der fühlt die Temperatur, die hier drin ist, und reguliert damit die Heizmatte. Die Heizmatte befindet sich unter dieser Höhle. Da ist halt eine Heizmatte und darauf ist eine Fliese. Und darauf ist wieder dieses Sand-Creme-Gemisch, das auch fest wird. Und da kommt dann halt die Wärme hoch. Genau, das reguliert der Fühler dort, wie halt die Wärmematratze dort, die Wärmematte, wie die halt angemacht werden soll. Genau. Ja, der Fühler dort hinten, der reguliert auch hier oben die Lampen, also die Tageszeit und sowas. Ich packe den mal unten in die Beschreibung, beziehungsweise im Shop, dort findet ihr den auch, den Hygrometer, den Thermometer. Das ganze Ding heißt auch Thermostat. Ich sehe es gerade, ich habe das ja hier oben auf dem Schrank liegen. So, ich bin jetzt mal oben auf dem Terrarium, dort liegt auch die Kontrolleinheit des Web Thailand Thermostates. Genau, also wir sehen da die aktuelle Temperatur bei dem Fühler, sowie die Tageszeiten und ob geheizt werden muss. Aktuell muss ein bisschen geheizt werden. Das sieht man da auch. Genau. Es geht wieder runter. Und damit würde ich auch sagen, war es das mit diesem Gecko-Tagebuch. Wie gesagt, 17. Mai, das ist ein Mittwoch, da kommt das spannende Video über die Verpaarung der Geckos. Ansonsten nächste Woche kommt dann auch noch was zum Thema Terroristik, und zwar der Bau des Terrariums. Ihr seht ja gerade, das ist schon neu. Da kommt der zweite Teil. Der erste Teil war jetzt am kommenden Samstag oder am letzten Samstag ist da gekommen. Der letzte, das Terrarium. Der zweite Teil des Terrariums kommt dann noch nächsten Sonntag. Der zweite Teil des Terrariums kommt dann nächsten Mittwoch. Letzten Sonntag ist auch der erste Teil erschienen. Den verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Ansonsten war es auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ihr kommt jetzt hier zu dem letzten Gecko-Tagebuch und hier unten zu dem letzten Video. Außerdem könnt ihr hier oben unseren Kanal abonnieren. Ja, man sieht sich im nächsten Video und bis dahin. Tschüss.